Boah, dieses Aim. Oha. Nice. Der Hype Spree ist am Start, Freunde. Heute ein neues Video, und zwar mein erstes Video zu Black Ops Cold War, also zur Vollversion. Und zwar direkt meine Settings. Und ja, das sind generell gute Settings, um besser zu spielen in Cold War, besser zu aimen. In Zukunft kommen dann auch weitere Videos, Klassen-Setups und so weiter. Also gerne auch meinen Channel abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und jetzt gehen wir rein. Also, wir sind jetzt hier im Private Game. Ich werde jetzt mal kurz ein Game mit Bots starten. Dann kann ich auch immer gleich ein bisschen was zeigen nebenbei. So, wir sind jetzt im Private Game, Leute. Und zwar will ich euch direkt zeigen, dass ich halt eine ziemlich hohe Empfindlichkeit spiele. Und das ist auch ungefähr so die wichtigste Einstellung in Call of Duty. Deswegen kommt ihr auch direkt zum Beginn mit den Controller-Einstellungen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche ihr spielen sollt, dann spielt am Anfang auf jeden Fall keine zu niedrige, aber auch natürlich keine zu hohe. Weil zu hohe, ja, da muss man halt erstmal ein bisschen länger Call of Duty spielen. Beziehungsweise sich halt auch einfach vielleicht Stickverlängerung kaufen oder mit längeren Sticks spielen am Controller. Ich spiele schon seit ein paar Jahren auf einer hohen Empfindlichkeit und habe mich daran gut gewöhnt. Ich habe einen längeren Stick auf meinem Controller. Von daher komme ich damit auch gut zurecht. Und ja, wenn ihr aber ein Beginner seid in Call of Duty, dann solltet ihr natürlich einfach vielleicht auf 6 spielen oder so. Ich finde jetzt 4 ist schon ein bisschen zu niedrig. Einfach weil man dann, ich zeige euch das mal kurz, auf 4 ist man halt schon, es dauert ein bisschen, bis man sich umgedreht hat, ne? Und wenn du von hinten angeschossen wirst, hast du halt dann wenig Chancen, den Gegner zu killen. Auf 6 ist auch schon noch ziemlich langsam, aber das ist schon besser. Also, ich würde schon 8 gehen. Ich meine, dann kann man sich schon noch gut schnell umdrehen. Darum geht's mir vor allem auch in Call of Duty, wenn ihr ein bisschen offensivere Spieler seid, sollte man nicht eine zu niedrige Empfindlichkeit spielen. Ja, auf Distanz alles schön und gut. Da kann man aber doch einfach in den Einstellungen jetzt hier die Stick-Empfindlichkeit beim niedrigen Zoom und hohen Zoom runterstellen, wenn man jetzt zum Beispiel auf 8 spielt. Und dann ist es natürlich auch nicht mehr so ein hoher Multiplikator. Und dann könnt ihr hier trotzdem im Aim langsam hin und her ziehen, auch präzise sein auf Distanz, falls ihr keine langen Sticks habt, nur einen Standard-Controller. Und dann seid ihr trotzdem präzise. Von daher, Leute, spielt eine hohe Empfindlichkeit. Und falls ihr dann aber im Aim nicht mehr so gutes Aim habt, dann stellt lieber euren Zoom-Multiplikator ein bisschen runter. Ja? Ich bin natürlich eine richtig kranke Geeksau, deswegen spiele ich auf 1,2 trotzdem, dass ich halt schnelle Empfindlichkeit habe, so wenn ich nicht im Aim bin. Und auch noch eine noch höhere Empfindlichkeit, wenn ich im Aim bin. So, es sind natürlich aber noch ein paar mehr Settings. Ne? Also das zum Aiming. Tastenbelegung habe ich persönlich auf Taktik, weil ich gerne gedropshottet habe, früher zumindest in COD. Hier geht das auch mit einem bestimmten Aufsatz. Den zeige ich euch ganz kurz. Das ist bei den Waffen der Handgriff, der zweite. Bei der M16 heißt der Stoppballumwicklung. Bei der MP5 heißt der jetzt hier zum Beispiel auch Stoppballumwicklung. Und da könnt ihr dann hier zielen beim Hinlegen. Und dadurch könnt ihr dann beim Zielen euch hinlegen. Und dann nimmt er hier nicht erst die Hand auf den Boden. Somit lohnt es sich auf jeden Fall mit Taktik zu spielen. Ich werde mich mal kurz umbringen und euch das zeigen. So, jetzt habe ich Stoppballumwicklung drauf. Und jetzt, ja, kann ich mich halt beim Schießen hinlegen. Und deswegen ist nochmal fürs Movement wirklich besser, wenn man auf Taktik spielt. Und was mir gerade noch beim Schneiden vom Video auffällt, es gibt natürlich mehr Tastenbelegungen. Und zwar gibt es hier auch noch nicht nur Taktik. Es gibt natürlich auch eine, die Sinn macht, ist für mich Tastenspringer oder Tastenspringer taktisch dann auch. Dadurch springt ihr quasi mit L2. Somit müsst ihr euren Aimstick nicht verlassen während dem Gunfight. Und könnt dann mit L2 während dem Gunfight springen. Und das heißt, ihr habt vielleicht im Gunfight besseres Movement. Der Gegner schießt euch während dem Gunfight vielleicht in den Unterkörper, weil ihr währenddessen hochspringt. Er macht weniger Schaden bei euch, ihr macht vielleicht mehr Schaden bei ihm, weil ihr durch das Springen einen Headshot mehr macht. Und das ist auf jeden Fall noch eine Tastenbelegung, die man sich mal anschauen kann und sich vielleicht umgewöhnen. Also wenn man halt keinen Scuff-Controller hat, ne? Ansonsten ist es natürlich auch besser, einfach nur wegen dem Ducken, falls ihr Gegner seht und seid hier in der Deckung, hinter die Box ducken und habt nochmal ein bisschen Deckung zwischendurch. Und dann macht es euch auch natürlich schwieriger für den Gegner, euch zu hitten. Ne? Gut, also geht's weiter. L1-R1 vertauschen kann ich euch auch nur empfehlen. Normalerweise ist das auf Standard, ne? Dann schießt er quasi mit L2 und R2 hier. Aber der Trigger beim Controller, der hat natürlich auch einen gewissen Weg, den man zurücklegen muss beim Schießen und beim Zielen. Von daher kann es natürlich sein, dass ihr dann dadurch langsamer seid als der Gegner. Deswegen empfehle ich euch einfach nur zu vertauschen auf umgekehrt. Und dann schießt ihr mit den Schultertasten, ne? Nicht mit den Triggers. Und könnt dadurch vielleicht ein paar Millisekunden schneller zielen. Aber darauf kommt es an, Call of Duty. Ja, vertikale Sicht umkehren und Controller-Vibration habe ich beides deaktiviert. Verlangsamt der Anvisier seitwärts Zielhilfe, dass es Aim Assist. Jo, jetzt ist der Aim Assist aus. Jetzt ist er an, jetzt wird es immer ein bisschen langsamer, wie so ein kleiner Magnet, der auf dem Gegner drauf ist. Ist sowieso standardmäßig an, Leute, also
würde ich auf jeden Fall aktiviert lassen. Zur nächsten Einstellung, da geht es ums Luftkletternverhalten. Das habe ich natürlich auf, ja, was heißt natürlich, eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Standardmäßig ist es auf automatisch. Ich habe es auf manuell und beim zweiten drücken, weil ich keinen Bock habe, automatisch hier sowas hochzuklettern. Nur weil ich irgendwie da war, ein bisschen Scuffjumpen, dann klettert er hier hoch oder seitlich springen, so im Gunfight mit meinem Scuff-Controller. Und dann klettert er automatisch hoch und deswegen verliert er den Gunfight. Deswegen habe ich beim zweiten drücken an, um halt wirklich nochmal in der Luft X drücken zu müssen und dann klettert er es hoch und nicht hier automatisch zu haben und dann klettert er halt da immer hoch, obwohl ich da vielleicht gar nicht hochklettern will. So muss ich halt dann jetzt erst nochmal X drücken, wenn ich da wirklich hochklettern will. Und das finde ich persönlich besser. So, Zielvorrichtungsverhalten natürlich gedrückt halten. Also wer da auf Umschalten hat, lost. Einfach so lassen, auf Halten. Ruhige Anverhalten auch auf Halten lassen, das ist fürs Luftanhalten. Panzerungsverhalten finde ich alle verwenden entspannter. Ist in dem einen Modus zurzeit hier im Multiplayer. Ich denke, in Warzone ist es dann auch wichtig, dass man das auf alle anwenden macht, wenn man das mehr mag. Weil dann drückt man kurz Dreieck, um die Platten reinzudrücken und kann schon wieder mit seinem Daumen auf den Stick gehen und weiter eben. Und der Charakter hört nicht auf, sich die Platten reinzudrücken. Angriffsfahrzeugkontrollmodus ist auf Ziel basiert. Man fährt sowieso kaum Fahrzeuge, von daher. So, jetzt kommen wir noch zu einer etwas wichtigeren Einstellung. Und zwar, wenn euer Stick driftet, gibt es manchmal das Problem, das ist bei meinem Controller natürlich auch, aber ich habe das halt richtig eingestellt. Das Stick-Drift-Problem, beziehungsweise dass sich halt einfach das Aim, beziehungsweise das Laufen automatisch nach rechts bewegt, so wie bei mir jetzt. Ich bewege meinen Stick nicht und er bewegt sich halt leicht nach rechts. Wenn man sich jetzt hier die Abbildung genauer anschaut, sieht man, dass der geriffelte Bereich der Bereich ist, in dem der Stick nichts erfasst. Also umso größer du den Wert einstellst, umso größer wird der rote Bereich. Und umso größer wird auch der Bereich, in dem dein Controller sich dann gar nicht mehr bewegt. Also du kannst jetzt auf 100 zum Beispiel stellen, oder? Bis wohin kann man stellen? 50. Ich bewege jetzt schon die ganze Zeit den Stick und erst jetzt bewegt sich, obwohl der schon fast auf maximal ausgereizt ist, quasi ganz außen. Deswegen stellt das so auf 5 oder so, da dürfte schon eigentlich nichts mehr driften. Wenn ihr es noch höher stellen müsst, ja, ist es dann halt so. Aber ihr müsst halt dann bedenken, dass der Stick auch erst immer später dann anfängt zu reagieren. Ich habe das jetzt auf 4,4, weil wenn ich jetzt den Controller nicht bewege, also nicht die Sticks bewege, bleibt alles stehen und so soll es ja sein. Controller-Sounds habe ich aus, automatisch vorwärts aus, automatisch sprinten aus, sprinten, Tastenverhalten. Auch viel besser, wenn man das nicht auf Halten hat. Also meine persönliche Präferenz an der Stelle, weil das ist halt schon immer standardmäßig so gewesen in Call of Duty. Man kann sich da natürlich auch umgewöhnen, aber das Sprinten bricht Nachladen ab ist vielleicht eine ganz coole Einstellung. Falls man nicht doppelt Dreieck drücken kann und nachlädt, kannst du halt dann einfach anfangen mit Sprinten. Zum Beispiel jetzt in so einer Situation, ich denke mir jetzt, oh, ich lade jetzt nach und auf einmal kommt ein Gegner, ich fange an zu sprinten und kill den Gegner dadurch noch. Das kann manchmal schneller gehen, als wenn ich jetzt hier nachlade, sehe den Gegner, Double Tap dann mit zweimal Dreieck drücken. Quasi kurz Waffen wechseln, aber direkt nochmal Dreieck drücken und dann hört er Charakter auch auf mit Nachladen und dadurch kann man den Kill dann vielleicht noch machen. Ne? So, ich lasse Sprinten nachladen mal aus, weil ich es eigentlich ganz geil finde, wenn man im Sprinten nachladen kann. Da muss man natürlich dann drauf achten. Ihr könnt dann nicht mehr im Sprinten nachladen. Automatischer Fallschirmeinsatz, dann für Warzone oder für den Modus, den es zurzeit gibt. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Fireteam oder so. Habe ich deaktiviert. Ausrüstungsverhalten. Ja, auf Halten, ganz normal. Und das Interagieren-Nachladen-Verhalten im Multiplayer halt tippen zum Nachladen. Und ich denke, in Warzone stellt man das dann wieder um. Müssen wir dann gucken. Für Multiplayer reicht es erstmal so, wie es jetzt eingestellt ist. Grafik. Ich habe Sichtfeld auf 90. Ich finde es aber auf jeden Fall auch wirklich nicht gut, jetzt auf größeren Maps auf 120 FOV zu spielen. Macht das da so auf einen Mittelwert quasi, nicht zu niedrig, aber auch nicht zu hoch. 100 ist auch noch in Ordnung, selbst 105, 110 wird dann schon geisteskrank. Ich habe so auf 90, ich finde das reicht. 95 hatte ich mal Beta, das ist auch ganz in Ordnung. Bewegungsunschärfe auf jeden Fall direkt. Mein Gott. So, nice. Bitte erläutere das Problem. Juhure. Genau, wir haben bei Grafik stehen geblieben. Und zwar Bewegungsunschärfe, wichtig, dass er die halt deaktiviert. Ansonsten seht ihr vielleicht Gegner beim Drehen nicht, weil dann alles so ein bisschen blurred ist, wenn ihr euch dreht. Ihr seht es ja hier in der Abbildung. Am besten einfach deaktivieren. Audio. Gesamtlautstärke, da müsst ihr gucken, wie es bei euch ist mit eurer Headset-Lautstärke. Müsst ihr das ein bisschen abstimmen. Ich habe das auf 80 eingestellt. Musiklautstärke habe ich aus. Man kann ihn natürlich auch ein bisschen anmachen, weil ich habe On-Stream-Musik an. Deswegen überschneidet sich das dann. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Aber fürs Feeling vielleicht so auf 50. Muss hier das selber wissen. Soundlautstärke habe ich auf 100. Da ist ja alles dabei. Schritte, Schüsse, alle Effekte, Explosionen, alle Soundeffekte einfach. Ihr könnt jetzt hier nicht einstellen, nur dass die Schüsse lauter sind oder die Schritte lauter. Hier gibt es auch keine Super-Crunch-Einstellung bei der Audio-Voreinstellung. Ich habe es einfach auf Triarch-Mix gelassen, weil das für mich eine gute Soundabmischung ist. Da ist nichts irgendwie zu laut oder so. Filmlautstärke, das ist so vor dem Game. Die wollte ich auf jeden Fall noch ein bisschen runterstellen. Die mache ich mal auf 60 oder 50 oder so. Das ist eigentlich nicht so geil, wenn das so laut ist. Die Helis am Anfang und so. Finde ich geil, dass man das hier runterstellen kann. MW hätte man das auch gebraucht. Und ja, Dialoglautstärke lasse ich auf 100, falls irgendwelche Gegner-Charakter was sagen, weiß ich aber gerade gar nicht, ob die überhaupt was sagen.
Treffergeräuscheffekt natürlich aktiviert. Spaß, das kann man natürlich auch aktivieren, weil dann hört man immer schön die Stimme der Rache, wenn man Gegner killt. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Ich mach's aber aus, weil es mich manchmal sehr nervt. Untertitel habe ich aus. Fadenkreuz natürlich an. Treffermarkierungsanzeigen an. Ist quasi alles auf Standard gelassen hier. Schadensbasierer anzeigen. Die Health-Bar von Gegnern habe ich auch angelassen, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Wenn zum Beispiel ein Mate Lowlife ist, weiß ich, dass er halt wahrscheinlich gleich sterben wird oder dass er gerade angeschossen wurde von einem Gegner. Und da habe ich vielleicht auch noch eine Information mehr, dass vielleicht in der Nähe Gegner sind oder da, wo der Mate gerade hergelaufen kam, vielleicht ein Gegner kommt. Ja. So viel Informationen wie möglich mitnehmen im Game. Von daher lasse ich das alles an. Spielernamen habe ich aber trotzdem gekürzt, weil ich nicht unbedingt wissen will, welche Triggernamen vor mir rumlaufen. Also Gegner, das reicht mir schon, wenn ich die Skins von denen dann sehe. Dann weiß ich eigentlich schon Bescheid, dass es jetzt wieder derselbe Typ ist, der mich geiern will. So, Kompass habe ich an. Das ist nur für Zombies hier. Spielmitteilungssymbole, das ist falls Select oder so bei euch. Hier recht unten erklärt, könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Aber sobald so ein Zeichen dort ist, wisst ihr eigentlich, dass die Bambusleitung von Deutschland wieder mal kickt. Eingabegeräte-Symbole. Auf jeden Fall an. Das hatte ich sogar noch aus. Ich will natürlich wissen, ob ein Gegner mit Tastatur und Maus spielt, dass ich mich schön drüber aufregen kann. An auf jeden Fall. Maustipps, falls ihr mit einer Maus an der Konsole spielt, das kann man natürlich machen. Dann kann man das hier alles noch umstellen an Steuerung. Ja, und Konto und Netzwerk. Crossplay natürlich aus, Leute, wenn ihr auf Konsole, also auf PS4 spielt. Xbox kann es leider nicht ausmachen, weil auf PC gibt es halt leider Hacker und Aimbot und so weiter. Deswegen lauft ihr da immer in Gefahr, mit aktivem Crossplay von Hackern zu sterben. Aber ihr könnt natürlich dann auch nicht mit euren Freunden zum Beispiel auf PC spielen. Aber so ist das. So, wenn man da noch ein bisschen runter geht hier bei Konto und Netzwerk, hat man hier noch den Schimpfwortfilter. Den habe ich natürlich deaktiviert. Ich will natürlich sehen, wenn Gegner im Chat sich gegenseitig beleidigen. Ich frage mich zwar, wo ein Textchat steht. Das habe ich hier alles aus. Und hier ist noch quasi der Streamer-Modus. Da könnt ihr die Namen von den Gegnern verbergen und euren eigenen Namen verbergen. Je nachdem, wie ihr Bock habt, könnt ihr das einstellen. COD-Caster kann man noch ein bisschen was umstellen, aber das ist jetzt nicht wichtig. Um besser in dem Game zu werden. Jo, das war jetzt eigentlich auch ziemlich detailliert. Ich hoffe, man konnte alles verstehen. Falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare und lasst auf jeden Fall auch gerne ein Like auf das Video da, um das Video ein bisschen zu supporten und generell mich zu supporten. Und auch ein Abo auf meinem Kanal, falls ihr zukünftige Tipps und Trick-Videos nicht verpassen wollt. Es kommen natürlich noch weitere Videos zu Cold War und dann auch Warzone, wenn es dann integriert wird mit Cold War und die Cold War-Waffen zu Warzone hinzugefügt werden. Ja, eine Menge Content kommt dann noch auf uns zu. Jetzt muss man erstmal gucken, dass man den Spaß an dem Spiel hier behält. So, dann hoffe ich, ich konnte euch weiterhelfen und morgen kommt dann direkt das nächste Video mit den Livestream-Clips von gestern und weiteren Tipps zu den Visitenkarten. Habe ich mich gerade dazu entschieden, das dann direkt morgen hochzuladen. Das nehme ich jetzt noch auf. Jo, an der Stelle, bis zum nächsten Video oder Livestream, Leute. Checkt auf jeden Fall die Insta-Story, da kündige ich immer den Livestream an. Oder meinem Discord-Server könnt ihr auch joinen. Da kommen dann auch nochmal die Benachrichtigungen, falls die YouTube-Glocke wieder mal nicht gönnt. In diesem Sinne bin ich raus. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video oder Livestream. Haut rein.